Mehr Mut gegenüber attraktiven Frauen. Ich möchte dir heute gerne zwei häufigste Gründe nennen, wie Männer es lernen, mutiger Frauen gegenüber zu werden. Diese zwei Gründe gehen einmal komplett in der Kombination auf. Also das bedeutet, dass wenn du Tipp 1 und Tipp 2 miteinander kombinierst, wirst du maximalen Erfolg haben. Deswegen bleib unbedingt bis zum Ende dran. Springen wir direkt in Tipp Nummer 1. Denn hier geht es darum, dass wenn attraktive Frauen dich nervös machen, wirst du mir zustimmen, wenn ich sage, dann vermeidest du eher, mit attraktiven Frauen zu sprechen. Also das bedeutet, wenn du aus der Vergangenheit, aus den letzten Wochen, Monaten, Jahren schon gemerkt hast, dass eine hübsche Frau dich nervös macht, dass eine Frau, die so ein tolles Lachen hat, dich nervös macht, dass eine Frau mit einem großen Hintern dich nervös macht und so weiter und so weiter. Jeder hat da andere Attribute. Manche zum Beispiel bei Frauen, die sehr, sehr belesen sind, die eine sehr positive, tolle Ausstrahlung haben. Auch das kann Nervosität beim Mann erzeugen. Und du hast eben dieses Learning gehabt, dass Frauen dich nervös machen, die du als attraktiv einstufst. Und deswegen wirst du, wenn du eben bei diesen Frauen keinen Erfolg hattest, eher die Situation vermeiden. Also das bedeutet, du wirst eher weniger mit attraktiven Frauen reden wollen, weil du glaubst, du kannst ihnen nicht das Wasser reichen und wirst gar nicht in die Situation reingehen. Jetzt wird nicht wie mit einem Fingerschnipp dieses Gespräch oder diese Problematik weggehen und schon gar nicht, wenn du die Situation meidest. Das heißt, Tipp Nummer 1 ist, mehr mit Frauen in Kontakt zu treten, die dich nervös machen, um erstmal selber für dich eine Wald- und Feldforschung zu machen. Du wirst niemals Entwicklung erfahren, wenn du nicht in die Situation gehst. Das ist beim Autofahren so, das ist beim Lernen so, das ist bei der Arbeit so, es ist beim Malen so, es ist bei jeder Sache, die wir neu lernen, bei der wir das Gefühl haben, wir sind nicht gut darin, so dass wir nicht nur in der Theorie etwas tun und es dann in der Praxis können, sondern wir müssen es in der Praxis auch umsetzen. Und hier lade ich dich einfach dazu ein, aus deiner Komfortzone herauszugehen, aber mit Tipp Nummer 2 wird es dir deutlich leichter fallen, das zu kombinieren und wirklich mit attraktiven Frauen mehr zu sprechen. Ich beobachte häufiger auch im Coaching, dass es relativ schnell geht, dass wenn man diese Situation aus einem anderen Blickwinkel sieht, dass es einem leichter fällt, mit den attraktiven Frauen zu reden. Was meine ich jetzt mit dem Blickwinkel? Wenn du jetzt überlegst, du hast in der Vergangenheit immer die Einstellung gehabt, eine attraktive Frau, oh je, sie macht mich nervös, ich kann ihr als Mann nicht das Wasser reichen, Hilfe, Rückzug, du gehst in die Flucht. Und hast oftmals vergessen, dass ja dem gegenüber kein selbstbewusster Roboter sitzt. Also das heißt, dass die Frau selber ja auch Gefühle hat, dass sie nachdenkt, dass sie an sich zweifelt, dass sie in irgendeiner Weise ja auch Mensch ist. Und das ist insofern wichtig, weil wenn du jetzt häufiger in diese Situation reingehst und merkst, dass du dich nicht nur mit dir selber beschäftigst, sondern auch mal die Frau beobachtest, dass sie auch nicht immer perfekt reagiert. Zum Beispiel eine sehr selbstbewusste, wortgewandte Frau, die studiert hat, die dich aufgrund ihrer Expertise nervös macht. So, die möchte nicht den ganzen Tag von morgens bis abends über ihre Arbeit reden. Die möchte nicht den ganzen Tag erklären, sie hat zum Beispiel Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Die will nicht die ganze Zeit über Van Gogh, Sokrates oder Platon reden. Ja, das braucht sie nicht und das ist nicht ihr Bedürfnis, weil sie sucht nicht das männliche Äquivalent zu ihr selbst. Also das heißt, sie sucht nicht einen Mann, der 1:1 dasselbe abbildet in der männlichen Variante, wie das, was sie als Frau verkörpert. Ja, sondern zum Beispiel, vielleicht ist sie trotzdem als Typ unglaublich unsicher und ängstlich und fühlt sich dann angezogen von einem Mann, der vielleicht nicht so wortgewandt ist, aber der einfach so ein bisschen eine gewisse Stärke und Sicherheit verdeutlicht, indem zum Beispiel beim Gespräch, sie treffen sich im Gang auf der Arbeit und es geht gerade um irgendein Thema und es kommen zwei Leute vorbei und ihr beide steht eigentlich im Weg, dass du in dem Moment sie so ein bisschen zur Seite nimmst und ihr euch so ein bisschen an die Wand rückt, um den zwei anderen Platz zu machen. Ja, ein gewisses Beispiel, wo du die Führung übernehmen kannst, wo du durch kleine Dinge einfach deine Ausstrahlung komplett veränderst auf Frauen. Ja, weil du nicht einfach nur daneben stehst und zuschaust, wie etwas passiert, sondern du greifst die Situation, du nimmst sie in deine Hand und du entscheidest. Und hier darfst du einfach auch nicht vergessen, dass die Frau ja auch teilweise gefangen ist in ihrem Kopf. Also das heißt, dass sie auch nicht bewusst permanent wahrnimmt, wie nervös du jetzt bist oder was jetzt gerade um sie herum passiert. Ne? Weil, wie gesagt, sie ist kein Roboter. Und wenn du das jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen mehr beachtest, also wenn du jetzt einfach mal ein bisschen mehr darauf achtest, dass in Situationen, wo dich eine attraktive Frau nervös macht, nicht nur du da bist, sondern da ist auch ein anderer Mensch mit Gefühlen, der vielleicht auch gerade nicht perfekt agiert,
holt es die Frau in dein Boot und macht das deutlich einfacher. Und zudem darfst du auch nicht vergessen, du spielst die Hauptrolle in deinem Leben. Das heißt, die Frau in diesem Gespräch, die dich aus irgendwelchen Gründen nervös macht, ist ja jetzt gerade einfach nur Teil deines Lebens und spielt diese Nebenrolle, darf jetzt gerade in deinem Dunstkreis sein und nicht umgekehrt. Jetzt kommt mit Tipp Nummer 2 die perfekte Kombination. Also das geht eine Symbiose ein. Das heißt, du solltest wirklich diesen ersten Tipp und den zweiten gleichzeitig anwenden. Denn nicht nur dein Vorhandensein, also das häufige Sprechen mit attraktiven Frauen, führt zu einer Verbesserung, weil dann hat dein Kopf ja immer noch Sprechzeit, Redezeit. Und das ist nicht der Teil deines Kopfes, der vielleicht selbstsicher und selbstbewusst ist, sondern der unsichere Teil von dir hat unglaublich viel Redezeit. Und deswegen ist jetzt der zweite wichtige Tipp, verknappe die Redezeit deines unsicheren Typs. Also das heißt, schau einfach, dass diese Stimme, die dir immer wieder sagt, lieber Florian, du bist schon immer so unsicher bei attraktiven Frauen, deswegen wird das für immer so sein. Und diese attraktive Frau, die jetzt vor dir steht, ist der beste Beweis dafür, dass du es einfach lassen solltest. Also hier haben wir einfach einen ganz, ganz gemeinen Kritiker, der unglaublich schlecht und negativ mit dir spricht. Aber du gibst ihm ja auch das Recht dazu. Und zwar schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten. Und die bewusste Entscheidung, dass der innere Kritiker nicht mehr so viel Redezeit bekommt, ist der erste Weg zur Besserung. Natürlich spielen hier auch noch andere Aspekte eine Rolle. Und deswegen lade ich dich jetzt herzlich dazu ein, auf den Link in der Infobox zu klicken und dich zu einem kostenlosen Erstgespräch einzutragen. Unzählige Männer konnte ich schon bei ihren Problemen helfen, selbstbewusster auf Frauen zuzugehen und ihre Schüchternheit abzulegen. Und dir kann ich auch helfen. Deswegen lass uns einfach mal beim Erstgespräch sprechen und schauen, wie wir deine Probleme lösen können. Link findest du in der Infobox, direkt der erste Link ganz oben. Der innere Kritiker ist einfach ein Punkt, der uns nicht nur beim Dating begegnet, sondern bei allen anderen Themen auch. Ob wir jetzt gerade an uns zweifeln, was unsere Fitness angeht, unsere Ernährung, unsere Beziehung zu unserer Familie oder natürlich auch später, wenn du eine Beziehung mit der Frau führst und ihr stoßt an gewisse Probleme. Und dieser innere Kritiker ist dein Leben lang darauf trainiert worden, dir zu sagen, wie du etwas nicht kannst, wie schlecht du in etwas bist, was in der Vergangenheit vielleicht zu deinem Misserfolg geführt hat. Und wir haben als Spontanreaktion immer nur dieses Zuhören. Das heißt, der innere Kritiker sagt, hey Florian, du bist schüchtern, deswegen mag dich keiner. Dann hörst du zu und denkst dir, ja, genau, das stimmt. Das ist wirklich so. Ja? Ich möchte gerne, dass du ab sofort mit deinem inneren Kritiker diskutierst. Gib diesem blöden Hund nicht so viel Redezeit, weil er sagt nichts Gutes. Also das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, lieber Florian, du bist schüchtern, du hast überhaupt keinen Erfolg bei Frauen, es wird niemals dazu kommen, dann sagst du ab sofort in deinem Kopf zu ihm, warum hast du das eigentlich zu entscheiden? Warum darfst du entscheiden, ob ich jetzt Erfolg bei Frauen habe? Ja, warum? Wer gibt dir das Recht dazu? Und dann sagt er zum Beispiel, naja, du hast ja nie Erfolg bei Frauen gehabt, ja, du bist einfach ein Langweiler und das ist so. Und dann sagst du wieder, hey, du bist jetzt mal ganz leise. Ich bin ein interessanter Mann. Meine Freunde wissen mich unglaublich zu schätzen. Ich habe Interessen. Ich bin lustig. Ich bilde mich weiter. Ich bin zielstrebig. Ich arbeite daran, dass ich aus meinem Leben das mache, was ich mir wünsche. Ich bin nicht langweilig. Und diese Frau kann sich glücklich schätzen, mit mir jetzt ein Gespräch zu führen. Ja, ich bin nicht perfekt, aber kein Mensch ist das. Und deswegen ist es nicht in Ordnung, mich als Langweiler abzustempeln. So, und plötzlich merkst du, ah krass, wir haben jetzt hier ein paar Argumente gesammelt und der innere Kritiker, der kriegt seine Redezeit so ein bisschen verkürzt, weil du dir die Redezeit holst. Diskutiere deinen inneren Kritiker gegen die Wand. Du wirst in Zukunft viel weniger die Problematik haben, dass sich bei den Gesprächen mit attraktiven Frauen irgendwie dieses Kopfkino einstellt und du denkst, du kannst das jetzt nicht. Du wirst dich in positiver Weise reinsteigern, mit deinem inneren Kritiker zu diskutieren. Und das wird schon ganz, ganz viel daran verändern, wie du mit Frauen umgehst. Du wirst in der Lage sein, mehr Augenkontakt zu halten. Du wirst nicht schüchtern mit hängenden Schultern durch die Gänge laufen und Angst haben, dass dich jemand anschaut oder dass die Blicke sich mit irgendjemandem treffen. Du wirst nicht mit leiser Stimme Guten Morgen sagen und dich an deinen Schreibtisch setzen. Nein, du wirst die Leute anlächeln, wirst sagen Guten Morgen und wirst dann weiterlaufen oder vielleicht sogar ihnen noch irgendwie ein, zwei Sätze mitgeben und irgendwie ein Gespräch führen. All das wird passieren, wenn du anfängst, mit deinem inneren Kritiker zu diskutieren.
Du hast jetzt bestimmt schon den Link für das kostenlose Erstgespräch geöffnet. Ich freue mich sehr, dich bald am Telefon zu haben, denn ich bin mir sicher, dass wir auch deine Ziele gemeinsam erreichen können, damit dieses Jahr für dich endlich zum Erfolg wird.